Ja, hallo. Hier ist so ein kleines Video über meine Hotbox, die ich mir gebaut habe. Und zwar wollte ich die aus handelsüblichen Teilen mir zusammenstellen und nicht diese teuren Sachen, was man alles kaufen kann. Die Heizung ist eine Schieneheizung, 4 kW, habe ich mir online beim Rewe bestellt für 120 Euro. Und die restlichen Teile, die habe ich mir zusammengesucht im Internet, was mir halt gepasst haben. Es gab natürlich hier und da Rückschläge bei Materialien, die ich verwendet hatte. Aber nichtsdestotrotz denke ich, bin ich auf einen guten Nenner jetzt gekommen. Die Box, die ich verwendet habe, ist eine Moonbox, 100 x 30 x 32. Von den Abmaßen vielleicht etwas lang, aber dementsprechend habe ich dann meine Teile hier eingebaut und das zeige ich euch nun. So, ich zeige sie euch nun erstmal von innen. Das ist die Schieneheizung. Wie gesagt, vom Rewe habe ich mir die online bestellt für 120 Euro. Dann habe ich mir hier zwei Tanks eingebaut, a 5 Liter. Und zwar habe ich das so gemacht. Ich habe hier so einen kleinen Steckverschluss, den kann ich hier trennen. Schon ist er ab. Und somit kann ich ganz leicht die Behälter wechseln. Wenn der eine leer ist, schraube ich den Deckel ab und setze ihn hier drauf und verbinde ihn ganz einfach wieder mit dieser Steckverbindung. Und fertig. Das Ganze habe ich befestigt. Hier mit Halterung und zwar sind die aus dem Kfz-Bereich. Das sind Halteösen aus irgendeinem Transporter, haben mich ein Appel und ein Ei gekostet. Hier einfach ein Spanngurt und somit habe ich die beiden festgemacht. Damit die Behälter nicht verrutschen, habe ich hier noch einen Aluwinkel eingebracht, den ich mit Popnieten festgemacht habe, allerdings wasserdichte. Die sind nach außen sind die geschlossen. Und somit kann kein Wasser eindringen. Hier habe ich dann meine Batterie, die habe ich nochmal in so einer Thermohülle wegen der Kälte. Die wird dann auch noch später mit diesen Ösen befestigt, da kommt dann auch ein Haltegurt dran. Hier unten, vielleicht kann man es noch sehen, da ist der Auspuff. Den habe ich mit Hitzeschutzband umwickelt. Auch den Schalldämpfer, der hier sitzt. Und den äußersten Stutzen von dem Schalldämpfer habe ich dann nach außen geführt und das ist praktisch mein Auspuff. Das sind wiederum Teile, die habe ich von Amazon. Das sind einfach zwei Stutzen, die haben mich 10 Euro gekostet, also wenn einer kostet 5 Euro. Das war das. Dann habe ich hier unten, hier ist die Ansaugung für die Verbrennungsluft. Die habe ich nur hier drin liegen. Hier ist dann die Ansaugung für die Heizluft. Als Ansaugstutzen bzw. für die Frischluft habe ich hier von Storz, das verwendet die Feuerwehr. Den habe ich mir hier eingebracht. Ich wollte da eventuell noch einen Filter draufsetzen. Das sind so Kleinigkeiten, die ich noch machen werde. Und dementsprechend zieht er dann auch Luft für die Ansaugung der Heizluft und für die Ansaugung der Verbrennungsluft. Gleich hier daneben habe ich aus dem Bootsbau, das sind wasserdichte Steckdosen, kann ich aufschrauben. Und da kommt dann mein Bedienteil. Das Bedienteil habe ich gekartet. Und habe dann hier einen Stecker dran gemacht, damit ich das später ins Dachzelt oder eben in mein Landy mit reinnehmen kann. Des Weiteren habe ich hier unten
von CTEK eine Ladebuchse eingesetzt. Wenn ich meine Batterie laden muss, stecke ich das hier rein und somit kann ich die Batterie bequem laden, ohne dass ich einen Deckel aufmachen muss. Kostet auch eine Apfel und ein Ei. Nun zum Warmluftausgang. Das ist dieser hier. Ich habe einige verwendet oder ausprobiert, wie auch die von Storz. Aber da war mir der Durchmesser zu klein und mir ist die Heizung durch den Hitzestau auf Störung gegangen und hat signalisiert Überhitzung. Dieses Teil habe ich aus dem Abwasserbereich von Wohnmobilen. Sehr stabil. Bajonettverschluss. Hier innen habe ich mein Stahlrohr für mein 70er Rohr von der Heizluft eingebaut. Meine Warmluft übertrage ich dann mit diesem Schlauch. Und hier ist ebenfalls ein Bajonettverschluss mit Stutzen. Den klinke ich hier einfach dran. Verschließe den und fertig. Der Schlauch hier ist aus dem Kfz-Bereich. Ich habe also viele verschiedene Schläuche probiert und einige sind mir durchgebrannt, weil wenn der Schlauch einen Knick macht, tritt hier die heiße Luft drauf und somit hat es mir in einigen Schläuchen, die auch versprachen bis 135 Grad zu heizen, Löcher reingebrannt. Und so bin ich auf den Kfz-Bereich gekommen, und zwar das sind die Schläuche, die Werkstätten benutzen, um die Abgase vom Auto nach außen zu führen. Sehr stabil, flexibel, kann man wirklich biegen, und den werde ich dann in mein Dachzelt legen oder dann eben in mein Landy, in mein Fahrzeuginneren, um da eben warm zu haben. Ihr habt euch vielleicht gefragt, was das für ein Teil ist hier. Das ist ganz einfach mein Thermometer. Das ist ein Grillthermometer, den habe ich hier drin liegen, um festzustellen, wie viel Temperatur ich im Innern der Box habe, wenn sie läuft und geschlossen ist. Das Teil ist natürlich nur zu Testzwecken drin. Für die Einleitung der Warmluft in mein Kfz habe ich mir hier ein Lüftungsblech geholt, die es im Internetshop für Landys gibt. Da habe ich dann einen Stutzen eingebracht und somit werde ich dann hier den Schlauch anschließen und die warme Luft in meinem Landy einleiten. Und das Teil bringe ich dann einfach so ein, setze das hier rein. So sieht das aus. Da kommt der Schlauch dran und fertig. So, nun werden wir es mal starten wieder mit der Fernbedienung. So, sie startet, pumpt gerade wieder. Ja, und ich denke, das ist eine ganz autarke Kiste. Die kann ich auch überall mit hinnehmen. Da wo es kalt ist, mache ich es warm. Ja, schon schön warm. Das ist mein Thermometer. Damit kann ich da ablesen, wie viel Grad ich innen habe. Ja, das war mein Video von der Hotbox.
Die Teile, die ich verwendet habe, werde ich dann in der Beschreibung unten verlinken. Was man natürlich auch noch haben sollte, und zwar ist das sowas hier. Das ist ein CO-Melder. Und egal, ob ihr eine deutsche oder weiß der Teufel was oder eine China-Heizung habt, das Teil werde ich immer in mein Dachzelt mitnehmen oder eben in mein Fahrzeug. Das ist übrigens kein China-Teil, da gibt es ganz billige für 7, 8, 9 Euro. Das ist ein bisschen ein hochwertiges Fabrikat, kann ich euch aber auch verlinken. Und das sollte man auch haben. In diesem Sinne, falls ihr irgendwie Fragen habt oder wie auch immer, dann schreibt mich einfach mal an oder schreibt einen Kommentar unten rein. Alles klar. Bis dann.